Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Reihe Absolute Konfiguration. Wir betrachten heute die Weinsäure. Das ist ein Molekül mit zwei Chiralitätszentren. Die habe ich hier mit zwei Sternchen markiert. Und wir gucken uns an, handelt es sich jeweils um eine R- oder eine S-Konfiguration? Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt in den nächsten Minuten. Ich werde jetzt folgendermaßen vorgehen, und zwar werde ich dieses Molekül ein klein wenig splitten. Und zwar betrachten wir hier dieses Chiralitätszentrum, und da werde ich mir jetzt eine kleine Fischer-Projektion aufzeichnen. Und zwar, ich markiere das jetzt hier, damit ihr das besser seht, mit Blau. Und betrachte jetzt nur dieses Chiralitätszentrum. Das heißt, hier kommt jetzt eine kleine Fischer-Projektion hin. Hier haben wir die Carboxylgruppe, COOH. Dann hier das OH, dann haben wir hier den Wasserstoff und hier haben wir jetzt den Rest des Moleküls und nun bestimmen wir zunächst einmal die Priorität nach den Kahn-Ingold-Prelog-Regeln. Wir sehen, dass OH die Nummer 1 bekommt. Wir sehen jetzt hier die Carboxylgruppe und den Rest, wenn wir das jetzt vergleichen. Hier hängt jetzt hier ein O dran, hier hängt aber auch ein O dran, hier gewinnt die Doppelbindung. Ihr könnt euch das im Video zu den Kahn-Ingold-Prelog-Regeln nochmal ansehen. Das heißt, hier schreiben wir die Nummer 2. Der Rest bekommt jetzt hier die Nummer 3 und der Wasserstoff die unrühmliche Nummer 4. Die aber ganz, ganz wichtig ist, denn wir wollen ja die Konfiguration bestimmen. Und im letzten Video bei der Doppeltauschregel hatte ich euch gesagt, wir wollen die 4 entweder nach oben oder nach unten bekommen. Das bedeutet jetzt, ich werde die Doppeltauschregel anwenden, zeichne mir jetzt noch einmal die Fischer-Projektion auf und ich vertausche jetzt, wenn ich den 4er hoch bekommen möchte, muss ich jetzt 4 mit 2 vertauschen und klarerweise jetzt noch 1 mit 3, das heißt, die 1 kommt runter und die 3 kommt nach rechts. Und jetzt ignoriere ich die 4, gucke nur auf 1, 2 oder 3, zeichne mir hier den Kreis. Mit den Pfeilen kann ich noch die Richtung bestimmen. Und wir sehen, das Ding verläuft im Uhrzeigersinn. Eine R-Konfiguration herrscht hier vor und dann können wir uns auch hier R hinschreiben. Genauso verfahren wir jetzt mit dem anderen Chiralitätszentrum. Ich werde das mal mit einer anderen Farbe markieren und zwar jetzt hier mit Rot. Und das geht klarerweise jetzt, hier muss ich übers Blau drüber malen, aber egal. Und mache mir hier jetzt eine kleine Fischer-Projektion. Schreibe mir genau die Substituenten hin. Also hier hatten wir COOH. Hier ist das OH. Da kommt hier der Wasserstoff hin. Und hier der Rest des Moleküls jetzt von unten nach oben betrachtet. Die Prioritäten werden festgelegt. Das ist jetzt nicht weiter schwer. Wir haben hier die 1. Das war die 2. Das hier ist die 3 und das hier ist die 4. Jetzt kann ich wieder die Doppeltauschregel anwenden und zwar aus folgendem Grund. Wir haben den 4er nicht oben oder auch nicht unten. Ich entscheide mich wieder für die Variante, die 4 kommt hinauf. Das bedeutet, 3 und 4 werden vertauscht. 4 kommt hoch, 3 kommt nach rechts. Also ihr seht hier, da habe ich getauscht und mit 1 und 2 mache ich das jetzt ganz genauso analog. Jetzt kann ich die 4 wieder ignorieren. Ich kann mir wieder meinen Kreis einzeichnen. Wer will, macht sich noch die Pfeile dazu. Wir sehen, das verläuft wieder im Uhrzeigersinn. Das heißt, wir haben auch hier eine R-Konfiguration. Wer möchte, kann sich das auch hier hinschreiben. Manchmal wird es auch bei der Prüfung verlangt, dass man das da hinschreibt. Und wir sehen, die Plus-Weinsäure hat an beiden Chiralitätszentren eine R-Konfiguration. Wie gesagt, ihr könnt das insofern lösen, indem ihr euch einfach dieses Molekül aufsplittet. Ihr habt gesehen, ich habe mir zwei kleine Fischer-Projektionen gemacht. Ich habe beide Chiralitätszentren getrennt voneinander
betrachtet und mit der Doppeltauschregel konnte ich dann ganz leicht die Konfiguration herausfinden. In beiden Fällen war es R. Ja, wir werden jetzt mal mit diesem Beispiel fertig, aber so ganz ohne Übungsbeispiel kommt ihr mir jetzt auch nicht davon. Das heißt, wer noch dranbleiben möchte, ich habe noch ein Übungsbeispiel für euch vorbereitet und das sehen wir uns jetzt an. Hier wäre das gute Stück, das Übungsbeispiel, das ich für euch herausgesucht habe. Es handelt sich hier um ein 2-Brom-3-Chlor-Butan. Wir haben hier und hier zwei Chiralitätszentren, die müssen wir bestimmen. Das heißt, wir müssen wissen, haben wir hier eine R- oder eine S-Konfiguration. Das wird dann hier dann auch dann noch eingetragen. Ich habe das jetzt mal mit einem Fragezeichen markiert. Und hier sollte dann entweder R oder S stehen. Wer dieses Beispiel jetzt lösen möchte, selbstständig, der drückt auf Pause. Ansonsten mache ich jetzt gleich weiter mit der Lösung und die sieht folgendermaßen aus. Anders wie beim vorherigen Beispiel habe ich mir die Prioritäten gleich im Molekül bestimmt. Das geht ein bisschen schneller. Das heißt, wenn ihr bei der Klausur wenig Zeit habt, dann kann man das auch innerhalb des Moleküls machen. Ich betrachte aber trotzdem beide Chiralitätszentren getrennt voneinander. Wir sehen jetzt hier bei diesem Chiralitätszentrum, Brom bekommt die Nummer 1. Hier hängt praktisch dieser Rest dran mit Chlor, H und dem CH3, das bekommt die Nummer 2. CH3 bekommt die Nummer 3 und der Wasserstoff die 4. Ich zeichne mir wieder eine kleine Fischer-Projektion auf. Ihr seht hier analog 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, also genauso abgeschrieben. Ich erkenne, die Priorität 4 befindet sich rechts hier. Ich hätte sie aber ganz gerne oben. Wir wenden die Doppeltauschregel an und dann sehen wir anhand des Verlaufs des Kreises, es handelt sich hierbei um eine R-Konfiguration, habe ich auch hier schon eingetragen. Das heißt, wir haben hier ein 2R. Genauso verfahre ich dann mit dem anderen Chiralitätszentrum. Auch hier habe ich gleich die Prioritäten festgelegt. Chlor hat die Nummer 1, der Rest des Moleküls bekommt die Nummer 2, CH3 die 3 und der Wasserstoff die 4. Dann noch einmal erneut aufgezeichnet, ganz analog 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, so als bessere Übersicht. Und wir sehen, auch hier müssen wir mit der Doppeltauschregel die 4 nach oben bekommen. Das habe ich auch hier gemacht, wie wir sehen. Dann haben wir 1, 2, 3, die 4 wird ignoriert. Ich zeichne den Kreis, lege die Richtung fest und wir sehen, es verläuft gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wir haben hier eine S-Konfiguration und schreiben hier dann in dem vollständigen Namen dann 3S. Damit wäre das Beispiel gelöst und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.